Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück hier auf der Karte, kurz vor unserer nächsten Reise, wie angekündigt. Ich habe ja so einen kleinen Plan gemacht. Zwei, drei Anmerkungen oder auf zwei, drei Kommentare will ich noch eingehen. Das erste ist, zu Recht wurde gefragt, warum ich nicht für 50 Baupunkte hier jetzt auch eine Stadt hier in der südlichen Nalmark gründe. Das sollte ich auf jeden Fall tun, das habe ich auch überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe aber jetzt mal geguckt, es ist tatsächlich noch nicht möglich, habe ich gesehen, aus irgendwelchen Gründen. Bestimmte Voraussetzungen sind nicht da, wie auch immer. Ich konnte das nicht tun. Das ist übrigens dann auch die Voraussetzung dafür, dass ich höheres Einkommen habe. Also erst muss die Stadt gegründet werden. Und wie ich auch erfahren habe, auch da ist die Voraussetzung, dass dann dieser Zwerg mit der Schmiede, dass der sich dort ansiedelt. Also hängt alles damit zusammen. Wir behalten das im Blick. So, jetzt auf der Karte ist ein bisschen was Neues gekommen. Dann erstmal will ich euch nämlich zeigen, hier die Warnburg, die Stadt hier von diesem Baron Megavan, der uns diesen Brief geschrieben hat, hinter dem Dorf am Silberstufensee. Da will ich aber wirklich, keine Ahnung, da habe ich jetzt auch keinen Bedarf hinzugehen. Mal gucken, wann das mal passt. Der Weg ist weit über die Berge und so weiter. Außerdem haben wir schlechte Erfahrungen gemacht mit dem einsamen Grabhügel. Das ist jetzt irgendwann mal was für später. So, was ich jetzt gesehen habe, ist, dass hier bei der Hütte der Sumpfhexe es neue Ereignisse gibt und ich gehe davon aus, dass hier das irgendwie mit der Druckerpresse passiert ist. Deswegen werden wir das als Hauptziel machen. Aber da wir dann ja nochmal zurück zur Hexe gehen, will ich vorher da diese Geschichten erledigen, die mit ihr zusammenhängen. Nämlich hier ihren Auftrag mit dem Schlammpfuhl und den Turm im Kerzenmeer. Und wenn wir da schon sind, können wir auch beim Dorf des Echsenvolkes vorbeigucken. So, das ist also der Plan. Ich hoffe mal, ich werde das mal versuchen, dass hier irgendwie eine Brücke ist. Dass wir hier auf dem Weg zum Schlammpfuhl, ich will hier nicht diesen großen Umweg machen, mal schauen. Das heißt, wir gehen als erstes hier in diese Richtung, sofort, und dann erkunden wir hier diesen Küstenweg. Ne, den wollen wir nicht betreten, sondern hier weitergehen. Ich habe übrigens jetzt auch gelernt, dass die Geschwindigkeit, mit der man sich hier fortbewegt, ja, übrigens hier ist keine Brücke leider, dass die damit zusammenhängt, was dort für eine Gegend ist. Im Wald ist man also langsamer als auf offenem Gebiet und im Gebirge ist man noch langsamer. Das ist ja auch sehr cool und interessant gemacht. Okay, es sieht so aus, als könnten wir hier, keine Ahnung, mit einem Boot oder so rüberfahren. Und wie gesagt, Brücke gibt es nicht. Das heißt, wir müssen hier irgendwie so einen vermutlich mega großen Umweg dann hier machen, um zum Schlammpfuhl zu kommen. Naja, gut, machen wir halt. Wir fahren dann mal dort rüber. Und betreten diesen Ort. So, und da sind wir angekommen. Hier mit unserem Ruderboot. Lindsay hat auch schon was geschrieben. Da wären wir. Zum ersten Mal sehen wir die Kerzenmeerinsel. Dunkel, unheilvoll und mysteriös. Wobei der Strand alles andere als unheilvoll wirkt. Nur ein zerstörter Turm trübt das Bild. Es wird offenbar Zeit für einen kleinen Spaziergang. Ja. Wir sollen das erkunden. Das machen wir natürlich, selbstverständlich. Look ahead. Und wir sehen hier sogar noch was Spezielles. Geld. Oh, irgendeine Rüstungsklasse und Trankbärenstärke. Nehmen wir natürlich mit. Eine Robe war das. Da fällt mir ein, Tristan selbst hat noch keine Robe. Robe der Erde, das war eine besondere. Säureaura. Was war das nochmal? Ach so, Schutz gegen Säurezauber. Ja. Okay, gut. Auf jeden Fall sieht er schicker aus. Das ist doch auch was Tolles. Nun gut. Eigentlich suchen wir ja den Jungen. Hatten wir nicht gehört, dass der Junge hier irgendwo verschwunden sein soll? Warte mal kurz. War das nicht hier? Also ist er gegangen? Wie kann man nur so verantwortungslos sein? Die pflichtvergessene Mutter hat dem Jungen doch tatsächlich gesagt, er möge im Kerzenmeersee ertrinken. Alles klar, das hat also auch was, ja, das hat mit dem Jungen was zu tun. Dann schauen wir mal. Das Boot liegt am Ufer, die Ruder sorgsam darin verstaut. Ich sehe keine sorgsam verstauten Ruder, ich sehe sie nur chaotisch dort rumliegen. Die Kohlen sind schon kalt. Ist das der Junge gewesen, der hier rüber gerudert hat? Okay, Forelle und eine in geöltes Leder geschlagene Notiz. Wir erreichten diese Insel in der Abenddämmerung, haben beschlossen, eine Nacht am Strand zu verbringen und im Morgengrauen landeinwärts zu gehen. Wir haben über dem Unterholz einige schwebende Lichter gesehen. Aus irgendeinem Grund halten sie sich von uns fern und kommen nicht näher.
Morgen brechen wir zu den Ruinen auf. Der Kleriker und der Paladin, die ich führen soll, halten sich abseits. Sie unterhalten sich flüsternd über etwas, das in diesen Ruinen verborgen ist, und verstummen, sobald ich mich ihnen nähere. Wir kamen hierher, um nach Schätzen und einem gewissen Gundersson zu suchen, aber die beiden scheinen eigene Ziele zu verfolgen. Wäre Rismel kein Nethys-Kleriker, würde ich mir wohl Sorgen machen. Es heißt, die Stimmung und Methode seiner Anhänger wechseln ebenso oft wie die ihres doppelgesichtigen Gottes. Immerhin weiß sich der Kleriker bis jetzt zu benehmen, von seinen ständigen Vorträgen über die Ruinen einmal abgesehen. Aber egal, Brüt ist ein Paladin von Iruri. Ich denke, auf seinen Sinn für Gerechtigkeit kann ich mich verlassen. Wir hörten von seltsamen Geschehnissen auf dem Kerzenmeersee. Vor einigen Tagen haben Einheimische über dem Turm auf der Insel einen grellen Lichtblitz gesehen, für den niemand eine Erklärung hatte, und auch mir ist etwas Merkwürdiges aufgefallen. Als wir mit unserem Boot zur Insel fuhren, sah ich am Strand einen alten Mann. Dabei heißt es doch, diese Insel sei unbewohnt. Ich schätze, der alte Mann hat uns auch gesehen. Jedenfalls ist er verschwunden. Ich würde den alten Einsiedler ja aufspüren, aber ich wage es nicht, das Lager unbewacht zurückzulassen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die Einheimischen recht haben und diese Insel tatsächlich verflucht ist. Falls der Fluch nur eine Fabel ist und Rismel keine Dummheiten macht, kehren wir hierher zurück und ich nehme diese Zeilen an mich. Und falls du sie findest, Reisender, spring in dein Boot und kehre dorthin zurück, von wo du kamst. Erastil, steh mir bei, Morry Fockray. Wow, was für eine Warnung. Okay, also es war definitiv nicht der Junge, sondern irgendeine Abenteuergruppe. Ha, wir sind auf dieser Insel nicht allein. Kürzlich kamen drei Abenteurer auf die Insel und gingen zu dem Turm. Wir sollten ihnen folgen. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Na, ich bin mal gespannt. Was wollten die hier? Hier sind ja einige. Ein alter Mann, ein Junge, diese Abenteuergruppe. Was passiert hier, Leute? Diese Pflanzen sehen auch nicht angenehm aus, ehrlich gesagt. Da möchte man nicht so gerne durchlaufen. Ja, es wird immer unschöner. Eieieiei, was haben wir denn hier? Boah, mal eben 37 Schaden auf Tristian. Kriegsirrlicht. Mit fieser Elektrizität. Kannst du noch schnell, bevor du stirbst? Mach mal hier Energie widerstehen, würde ich mal sagen. Auf Gruppe. Elektrizität als erstes. 2,2 Sekunden. Warum stehen wir? Ach verdammt, wir stehen auch total falsch. Das ist ja alles Chaos hier. Was ist hier passiert, Leute? Wir haben uns auch nicht vorbereitet. Das ist ja wieder ein Chaos. Okay, dann machen wir mal Folgendes. Einmal Magierrüstung auf den Hund. Der Hund selbst macht einen Ansturm. Oh, das ist schlechte Vorbereitung. Amiri macht Kampfrausch und auch einen Ansturm. Wir müssen den schnell besiegen. Tristian hat schon eine Aufgabe. Ekundayo feuert auch so schnell wie möglich. Valerie macht ausnahmsweise auch mal einen Ansturm, damit sie mal schnell vorne ist. Und dann haben wir noch Lindsay, die ihr Liedchen trällert. Oh, verdammt! Wie schnell ist der denn? Mach doch jetzt mal deinen Zauber, Tristian. 1,1 Sekunden noch. Gott, mach schnell, bitte. Okay. Gut. Und jetzt mal als nächstes, würde ich mal sagen, einmal positive Energie fokussieren. Puh. So, greift ihr alle irgendwie an? Ja, aber nicht erfolgreich, ne? Wen greift der denn an? Den Hund. Das heißt, Valerie kann aus ihrer Defensive mal raus. Sie hat ja so ein Blitzschwert, das wird aber wahrscheinlich überhaupt nichts helfen. Let us strike as one. Okay, die anderen machen normale Angriffe. Wir können mal einmal Heldenmut auf Ekundayo machen. Oh Gott, wenn er nochmal so ein Ding... Ach ne, wir sind ja jetzt geschützt, ne? Ja, ein bisschen Schaden haben wir jetzt gemacht. Mach doch mal jetzt deinen Heilzauber. Okay. Hat er gemacht? Puh! Ich ahne Schlimmes. Das wird hier wahrscheinlich nicht der letzte derartige Kampf sein. Okay, dann machen wir jetzt mal mit Lindsay, würde ich mal sagen, einmal ein bisschen leichte Wunden auf Tristian. Bei den anderen sieht es ja noch ganz gut aus.
Es Axel. Yes. Okay. Dann, wir haben übrigens hier, habe ich ihr gegeben, das habe ich auch noch gar nicht gesagt, Lindsay hat von mir noch einen Umhang bekommen, hier Umhang des Heldenmutes. Der hat auch noch mal einmal Heldenmut dabei. Das können wir auch noch mal machen auf Amiri vielleicht. How may I help? Und dann stellt sich mir die Frage, warte mal, wie lange da... Nee, Segen ist blöd. Gebet ist auch zu kurz. Okay. Gut, dann belassen wir es erstmal bei diesen Geschichten. Das mit der... Also, es, das sind jetzt als Flächenschaden auf alle möglichen Leute. Insofern kann ich mir vorstellen, wie war das nochmal mit seinem Schild auf sich selbst? Eine Minute? Nee, das ist nicht effektiv, wenn wir das jetzt machen. Müssen wir erstmal ein bisschen abwarten. Okay, wir marschieren erstmal weiter, speichern und gucken, was dann als nächstes passiert. Wie lange läuft das noch? 9 Minuten. Aber es hat ja nur ein bestimmtes Spektrum an Schaden, kann das, glaube ich, abfangen. Wobei ich immer noch nicht ganz kapiert habe, was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen Widerstehen und Schutz. Widerstehen heißt, ich muss das einmal verstehen. Das Ziel erhält gegen den gewählten Energietyp Energieresistenz 10. Aha. Okay, und wenn Schaden kommt, dann wird er um 10 Punkte verringert, bevor er den Trefferpunkt... Eigentlich ist das Ding besser als das, weil das nimmt einfach komplett den Schaden weg. Aber... Obwohl, 48 Schaden kann der einmal... Ja, gut, der ist auch gut. Der macht halt keine Resistenz, sondern direkt den Schaden. Okay, ich habe den Unterschied zumindest verstanden. Alles klar. So, kann weitergehen. So, immer noch diese schrecklichen Pflanzen. Oh, und es geht weiter. Okay, diesmal hinter uns. Ich habe immer noch nicht richtig die Reihenfolge geordnet. Aber das ist jetzt ganz gut, weil jetzt steht Valerie hinten, was sie nicht soll. So, und wir haben Gott sei Dank keinen Schaden bekommen. Wie geil. Do not falter. So, wer steht denn jetzt vorne? Amiri steht vorne. Dann geh du bitte mal hier hin. Auch direkt mit Kampfrausch, das finde ich gut. Lindsay macht einmal Lied des Mutes. Du machst einmal einen Segen für uns alle. Und dann unser Hund, wo ist der? Man sieht so schlecht. Der macht einen Ansturm auf den. Und wir feuern. Die Fernkämpfer feuern jetzt, würde ich mal sagen, alle auf den da vorne. Ja. Okay. Waylon also auch. Beziehungsweise Waylon macht jetzt mal noch ein Schild auf sich. Ist das sinnvoll? Nee, ist glaube ich nicht sinnvoll. Ne? Wir haben jetzt den anderen Schutz. Okay. Oh, kam jetzt wieder Schaden durch. Habe ich das richtig gesehen? Aber nur doch 10 reduziert. Ach so, ja, auf 10. Genau, wenn es durchkommt, dann... Nee, um 10. Aber das ist vielleicht so der Schaden halt. Gut, Lindsay. Oder nee, wir schießen mal hier oben hin. Wir helfen Amiri da oben. Gut. Was wir allerdings auch noch machen könnten, wir könnten ein magisches Gewand noch auf den Hund wirken. Waylon schießt er auch hin. Es läuft. Okay. Ist der erledigt oder ist er nur verschwunden? Hm, keine Ahnung. So, der hat das magische Gewand und kämpft dort auch fleißig. Sehr gut. Ja, ist der nun tot? Der scheint tot zu sein. Okay, dann aber schleunigst hier runter. Lindsay hat auch immer noch nicht ihre künstliche KI aktiviert. Das wird Zeit. Na, Leute. Okay, sehr schön. Ein kritischer Treffer von Amiri. 70. Sowas haben wir gerne. So, dann machen wir weiter. Gegen wen kämpft er eigentlich? Gegen Valerie? Ich sehe das so schlecht. Okay. Auch geschafft. Sehr gut. Okay, gut. Dann schauen wir mal,
wie es weitergeht, beziehungsweise wir können, glaube ich, noch mal eine schöne Gruppenheilung machen. Jo, hat sich gelohnt. Wie geht's eigentlich unserem Hund? 32 Rüstungsklasse, Wahnsinn. 69, alles gut. Ja, was haben wir denn? Nein, nicht du alleine. Was haben wir denn weiter hier auf dem Weg? Die Sicht leicht versperrt. Achso, speichern wäre vielleicht auch mal ganz gut. Es ist hier gefährlich. Okay, ein weiteres Lager. Ich fürchte, wenn jetzt hier noch viele dieser Elementargeschichten kommen, dass wir ein bisschen Probleme bekommen. Ich habe ja hier nur diese zwei Zauber gegen Energie. Das ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Naja, mal gucken wir erstmal, was wir hier finden. Einen weiteren Brief. Eine zerrissene, feuchte Seite. Ich habe die Pflanzen und die Wunde, die sie verursachte, so schnell ich konnte, beschrieben. Hoffentlich kann ich diese Notizen irgendwann einem Druiden zeigen, um mehr über diese Dinge zu erfahren. Ich hätte mich nicht in dieses Dickicht wagen sollen. Das Gelände war steil und es war ohnehin schon gefährlich, hier herumzuklettern. Auch wenn uns diese Lichtwesen nicht behelligen. Ja, mich behelligen sie leider. Rismil verhielt sich heute Morgen seltsam, fast wie ein Verrückter. Erst zwang er mich, die Abkürzung zu den Ruinen zu suchen, und als ich mich dann an einem Dorn verletzte, weigerte er sich, mich zu heilen. Der verfluchte Priester treibt uns immer weiter. Vermutlich hatte er eine Eingebung von Nethys selbst, und solange sein Gott im Turm auf ihn wartet, hat der Kleriker keine Zeit für niedere Arbeiten. Langsam beschleicht mich das Gefühl, die Gerüchte über die Unzuverlässigkeit von Nethys Anhängern sind wahr. Ich wollte umkehren und das Gold lassen, wo es hingehört, aber Brüt hat mich überredet, weiterzugehen. Er meint, dieser Gundersonnen hat das Wort Schatz falsch verstanden. Der Paladin ist überzeugt, dass der Schatz, der wohl tatsächlich in diesem Turm verborgen ist, irgendein unbezahlbares magisches Wissen ist, das die einstigen Bewohner dieser Insel dort zurückgelassen haben. Allerdings weiß er nicht, ob er es durch das Unterholz ohne meine Hilfe bis zum Turm schafft. Wenn es nach mir ginge, würde ich die Sache einfach abblasen. Ich bezweifle nämlich ernsthaft, dass unser Kunde Interesse an verstaubten Büchern hat. Aber dieses Argument lässt weder der Kleriker gelten, der ja immerhin einen Gott der Magie verehrt, noch der Paladin, der einem Gott des Wissens dient. Brüt hat versucht, meine Wunde selbst zu heilen. Inzwischen ist sie zwar fast geschlossen, tut aber immer noch höllisch weh. Hoffentlich ist das nur eine vorübergehende Nebenwirkung. Es gibt für mich nämlich fürs Erste kein Zurück. Okay, Wartet mal. Ah, schaut mal. Das könnte diese angesprochene Abkürzung sein, die er durchs Unterholz... Oh, verdammt, es geht noch weiter. Der Schutz ist allerdings noch wirksam. Das ist ganz gut. Das Coole an dem, glaube ich, der läuft nicht ab. Der gilt halt immer. Also ich glaube, ich finde den besser als den anderen. Der läuft halt aus, wenn er eine bestimmte Anzahl von Schaden komplett negiert hat, während der die ganzen 10 Minuten halt mit dem Schutz wirksam ist. Das finde ich echt gut. So, ist das hier nur einer oder was? Na los, dann alle auf den einen. Achso, ich muss immer noch wieder sortieren hier. Valerie ist immer noch hinten. Schon wieder vergessen. Ne? Ist er abgehauen oder haben wir ihn besiegt? Okay, lasst mal kurz diese Formation wieder richtig einstellen. Was für ein Chaos. Na, eigentlich ist es fast richtig, außer das. So machen wir das, ja. Beziehungsweise, wir hatten es immer andersrum. Machen wir mal so, der Form halber. Alles klar. Okay, also wenn die Begleiter hier, dieses Typen, der dieses hier die Notizen verfasst hat, wenn die daran interessiert waren, hier die Abkürzung zu nehmen, dann denke ich mal, sollten wir auch die Abkürzung nehmen, dann wird das irgendeinen Sinn haben. Ich vermute mal, dass der Weg hier noch so ewig lang führt und dass wir noch sehr viele dieser Kämpfe zu bewerkstelligen haben. Ich hoffe, dass das jetzt hier dann der bessere Weg ist. Wissen Natur oder Athletik? Der Kondario ist in beiden Sachen bei uns der Beste. Ich würde mal sagen, dann nehmen wir Wissen Natur. Geht er dann auch nach vorne? Durch Warten. Athletik war ja besser, genau. Aber Amiri wird da genommen. Warum wird Amiri genommen? Ist die noch besser? Habe ich das falsch in Erinnerung? Completed. Hat das jetzt geklappt? Ich habe aus Versehen das falsch genommen. Athletik, wo fehlgeschlagen? Amiri?
Aber wissen, Natur war erfolgreich. Hat also doch irgendwie geklappt. Na gut. Ich muss sicherheitshalber nochmal gucken. Hat sie echt einen besseren Athletikwert? Tatsächlich, 17. Oh, das habe ich gar nicht im Blick gehabt. So, was ist denn jetzt hier? Wir sind doch immer noch an der gleichen Stelle. Aber hier hat sich irgendwie was, eine neue Möglichkeit ergeben. Steht nichts. Wir sind nicht... Hä, die Hälfte ist dort? Was ist das denn jetzt für Quatsch? Okay. Offenbar konnten wir diesen Baumstamm entlang balancieren und sind jetzt irgendwie oben. Nein! Boah, was ist denn das, Leute? Oh mein Gott. Was haben wir für ein Glück, dass wir noch diesen Zauber aktiv haben, der mir immer besser gefällt. Der andere wäre, glaube ich, jetzt schon versiegt. So, wieso steht denn jetzt... Ach nee, entschuldigt. Alles gut. Wo ist denn jetzt hier... Ich sehe jetzt gar nichts mehr. Wer ist hier wo? Naja, wir bewegen uns einfach mal. Wir fokussieren uns ein bisschen. Amiri... Komm, die macht gleich mal einen Ansturm. Mit Kampfrausch. Jetzt müssen wir hier Schaden machen. Ekundayu. Das könnte jetzt unangenehm werden, ne? Machen wir mal Orkanbogen, damit wir besser treffen. Wir könnten auch mal einen Segen raushauen. Auf jeden Fall. Lindsay macht ihr Lied. Und Waylon. Waylon schießt einfach nur. You should have run! Achso, und dann haben wir natürlich noch unseren Hund. Der macht auch einen Ansturm. Ja, ein bisschen Schaden haben wir gemacht, aber es ist noch nicht so beeindruckend. So, Tristan sieht, hat ein bisschen Problemchen. Der Segen ist aber raus. Vielleicht, warte mal, wir machen noch was. Wir machen noch mal einmal Heldenmut. Ach nee, wir haben Heldenmut, haben wir schon genug gemacht. Das brauchen wir nicht machen. Okay, was haben wir hier noch? Segnen haben wir auch. Nö, dann schießt du auch weiter auf den. Tristan. Tristan macht mal eine Heilung. Ja. Okay, der erste ist weg. Dann ist der jetzt dran. So, ich denke, hier ist es absolut sinnvoll, voll zu fokussieren. Halt, Tristan, der macht ja noch seine Heilung. Hat er die schon gemacht? War ich nicht mitbekommen. Die anderen gehen dann auf den. Jetzt. Sehr schön. Okay. Dann auf den. Also mit dem Zauber ist das ja alles easy peasy, würde ich sagen. Aber wenn der ausgelaufen ist, habe ich ein bisschen Schiss. Vielleicht sollten wir dann, wenn hier noch mehr davon kommt, rasten und den nochmal einprägen. Wow! Wir haben es geschafft, Leute. Und wir haben sogar einen Levelaufstieg für fast alle, außer für Tristan, der hier eigentlich das meiste geleistet hat. Wie auch immer, wir sind heil hier beim Turm angekommen. Wollen hier mal keine Zeit verschwenden, weil 6 Minuten wirkt das noch. Ich gehe mal davon aus... Ah, hier geht es vielleicht... Na, mal gucken. Wissen Arcanum? Ah, das wird interessant. Also, dann bin ich mal gespannt, was denn hier das Geheimnis dieses Turmes ist. Aber vorher können wir dann noch ein Level abmachen. Bis dahin, macht's gut, euer Steinballen.